Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir uns heute mit den teils wirklich verstörenden Bildern beschäftigen wollen, die uns aus den USA erreichen, und der Frage, was braut sich da nach dem Mord an George Floyd zusammen? Was, wenn dieser tägliche Rassismus, die Armut, die vielen sozialen Fragen plötzlich existenziell werden, weil ein neues Virus auf ein marodes Gesundheitssystem trifft, das offiziell 40 und in Wahrheit wahrscheinlich eher 60 bis 70 Millionen Amerikaner über Nacht arbeitslos gemacht und ins Bodenlose gestürzt hat, während reiche Weiße ihre 5.000-Dollar-Hunde weiter in ihren bewachten Edelvierteln Gassi führen, als wäre nichts gewesen. Sie kennt das. Sie lebt seit vielen Jahren in den USA, hat eine glänzende Karriere als Juristin und Finanzexpertin an der Wall Street gemacht und kennt diese beiden Seiten. Das Leben derer, die zum Teil schon obszön reich sind und sich seit Jahren schon, wir haben uns im Central Park mal für eine Reportage lange darüber unterhalten, ganz ernsthaft Gedanken darüber machen, wohin flüchten wir, wenn es die amerikanische Gesellschaft irgendwann mal zerreißt. Die aber auch das Leben der anderen Seite kennt, der Millionen Amerikaner, die sich teils mit drei Jobs gleichzeitig über Wasser halten, weil sie immer wieder durchs Land reist. Herzlich willkommen, Sandra Navidi. Ich freue mich sehr. Er sagt, man kann das alles schon sehr, sehr lange sehen, nämlich, dass der Polizist, der Cop, dieses rassistische Moment in sich trägt. Er ist schlecht ausgebildet, kommt in ein System mit rassistischem Ehrenkodex und muss sich keine Sorgen machen, wenn er mal hart gegen einen Schwarzen vorgeht. Dann ist das nämlich fast schon eine Art Mutprobe. Aber kein Weißer, sagt er, nennt sich einen Rassisten. Der Rassismus wird einfach weggelächelt. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir hier mal in der Sendung geführt haben. Damals sagten sie sinngemäß, es gibt dieses freundliche, dieses schöne Amerika, das wir Deutsche so mögen. Aber Amerika ist auch in Wahrheit ein unfassbar brutales Land. Herzlich willkommen dem Politologen Professor Christian Hacke. Freue mich sehr. Ja, wie brutal, das versteht man, wenn man die sehr lange, eindrückliche Reportage liest, die er vor 6 Jahren über den täglichen Rassismus für den Spiegel geschrieben hat. Ist ein wirklich guter, ein beklemmender Text, der von einem 18-jährigen Schwarzen erzählt, der von 6 Kugeln durchsiebt wird, weil er angeblich einen Polizisten bedroht hat. All das geschah damals in Ferguson, einer Kleinstadt in Missouri, in der 2/3 aller Bürger schwarz sind, aber fast 100% der Polizisten weiß. Und deshalb, sagt er, überrascht mich dieser neue Fall überhaupt nicht. Herzlich willkommen, Markus Feldenkirchen. Wir schalten gleich zu Johannes Hanor nach New York. Der sagt, ein Kampfhubschrauber im Einsatz gegen die eigenen Bürger, das habe ich so noch nicht gesehen, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Da steht gerade die Idee Amerikas auf dem Spiel. Guten Abend nach New York, Johannes. Und wir schalten gleich zu Beginn zu unserem Korrespondenten Elmar Thewissen nach Washington. Der sagt, ja, da passieren gerade viele schlimme Dinge, aber es gibt auch wirklich ergreifende, wirklich bewegende Szenen. Guten Abend nach Washington, Elmar. Hallo. Emma, wie ist die Lage im Moment? Wie ist die Situation im Moment in Washington? Ja, wir stehen hier vor dem Weißen Haus. Das ist der Platz hier, Lafayette Park, wo gestern Abend sich auch Hunderte von Demonstranten zusammengefunden hatten. Jetzt sind, ich würde mal sagen, mehr als doppelt so viele da, wahrscheinlich 1000 etwa. Und ich habe den Eindruck, es kommen immer weitere dazu, als wolle man so ein bisschen auch ein Signal setzen gegen das, was hier gestern Abend passiert ist. Das ist nämlich gegen 18.30 Uhr hier der Platz vor diesem Park einfach freigespritzt worden mit Tränengas und auch mit Gummi geschossen, wurde auf die Demonstranten das Feuer eröffnet. Militärpolizei, Polizei war im Einsatz. Man hat hier freigeräumt, damit der Präsident einmal hier quer durch den Park hindurchgehen konnte vom Weißen Haus mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Ministern. Die sind dann hier herübergekommen, wo wir jetzt stehen, und das können wir vielleicht mal zeigen. Das hier ist St. John's Church. Das ist quasi der Hintergrund gestern Abend gewesen. Und wenn wir hier unten sehen, da steht jetzt einer der Priester hier von der Episkopalen Kirche. Steht auch ein katholischer Priester hier. Hier an dieser Stelle hat gestern der Präsident gestanden, wusste nicht so recht, was er nun machen sollte, hat die Bibel in die Höhe gehalten. Es hatte so ein bisschen den Anschein, als reklamiere er göttliches Recht für das, was er tut. Aber dafür haben seine Mitarbeiter eben ganz offenbar gestern Abend hier das Recht auf Meinungsäußerung und auf Demonstrationsfreiheit mit Füßen getreten. Wir sehen gerade parallel dazu die Bilder. Ein katholischer Priester ist hier vorhin
ich sag mal, mit einem Eimer Weihwasser im wahrsten Sinn des Wortes durch die Menge gegangen, hat sie gesegnet. Und dabei war ein Helfer, der ein Schild trug, da stand drauf: Religion ist keine Kulisse. Und das ist ein Signal, was, glaube ich, hier von den Kirchen gemeinsam ausgeht, dass man sagt, hier wurde die Kirche und wurde die Bibel missbraucht für eine parteipolitische Botschaft. Wir sehen gerade parallel dazu diese Bilder, Elmar, wie er diese Bibel auch hochhält, demonstrativ sozusagen in die Kamera hält. Was ist der Hintergrund dafür? Was ist das? Einschwören worauf? Ja, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass er in den letzten Tagen eine Menge Kritik eingesteckt hat, vor allen Dingen von seinen Anhängern in der Republikanischen Partei, vor allen Dingen aber von den Kommentatoren im Fernsehen bei Fox News. Mhm. Die verfolgt er sehr genau. Und er hat am vergangenen Freitag eine Stunde im Bunker des Weißen Hauses zugebracht, als hier auch Demonstranten waren, als es auch Handgemenge gegeben hat mit dem Secret Service, aber nicht wirklich eine ernsthafte Bedrohung für einen amerikanischen Präsidenten. Mhm. Also es war ein Zeichen der Schwäche oder so wurde ihm das ausgelegt. Und vielleicht hat er das Gefühl gehabt, nun muss er einmal hier zeigen, dass er der starke Mann ist. Trotzdem, ich meine, was ist das für ein Signal? Was bedeutet das, wenn du den eigenen Präsidenten vor seinem eigenen Volk in Sicherheit bringen musst? Was passiert denn da gerade? Ja, es ist eigentlich völlig verrückt. Die Polizei, die da gestern stand, ich bin gestern Nachmittag auch hier gewesen, die sahen fast aus, ich sag mal überspitzt, wie Prätorianer in einem altrömischen Film, die das Imperium schützen. Sie hatten runde Schilde, sie waren bewaffnet, die Militärpolizei rückte dann eben an. Und sie rückten dann tatsächlich Schritt für Schritt vor gegen die Demonstranten. Das mag moderne Polizeitaktik sein, aber es wirkt natürlich in einer Demokratie wie ein Rückfall eigentlich in autoritäre Zeiten. Und wenn er dann hier noch, so sagen das viele Kritiker, die Bibel in Anspruch nimmt, so wie es vielleicht früher einmal der König von England getan hat, gegen den ja die Amerikaner sich in einem Unabhängigkeitskrieg, in einem blutigen Krieg befreit haben, dann weckt das ganz finstere Konnotationen. Neben ihm ist sogar der Generalstabschef gelaufen und der Verteidigungsminister. In der Nacht waren Soldaten hier auf den Straßen, Militärhubschrauber in der Luft. Der Generalstabschef war auch in den Straßen unterwegs. Also das wirkt, als wären wir hier an einem Übergang gekommen, wo die Demokratie auf dem Spiel steht und gestern jedenfalls schon Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit ein Stück weit jedenfalls zerbrochen sind. Das heißt, mit anderen Worten, da kippt gerade etwas? Ja, ich glaube schon. Es ist die große Frage, wie kommt man da jetzt wieder raus? Der Präsident hat sich eigentlich festgelegt, dieses Signal der Stärke zu senden. Er hat ja angekündigt, dass er das Militär ins Land hinausschicken will, wenn die Gouverneure es selber nicht in den Griff bekommen. Er beruft sich auf ein Gesetz aus dem Jahr 1807. Dieses Gesetz besagt tatsächlich im Paragraph 252, dass der Präsident Truppen schicken kann, wenn das Recht in einem Bundesstaat nicht mehr durchgesetzt werden kann. Aber dazu gehört, so sagen jedenfalls alle Rechtsexperten oder die meisten Rechtsexperten in den USA, dass der jeweilige Bundesstaat, der Gouverneur des Bundesstaates, den Präsident bittet, Truppen zu entsenden. Nun kann das sein, dass das Donald Trump nicht kümmert. Er hat gestern Abend ja auch das getan, was er machen wollte. Es ist durchaus möglich, dass er bereit ist, Truppen ins Land hinaus zu schicken und die Rechtsfrage hinterher dann klären zu lassen. Und davor haben viele Angst. Sie glauben, dass das eine ganz große Eskalation bringen kann mit massiver Waffengewalt auch in den nächsten Wochen und Monaten hier. Aber nochmal, was passiert da? Ich meine, die USA sind doch so stolz auf ihre Demokratie, die immer so wehrhaft war und die auch 4 Jahre Trump ausgehalten hat. Zumindest machte es den Anschein bisher. Und plötzlich gehst du auf Demonstranten los, die das Recht auf Demonstration in Anspruch nehmen, ein Recht, das ihnen garantiert wird von der eigenen Verfassung. Das heißt, die machen etwas, das sie einfach machen dürfen, schlicht und ergreifend. Und dann gehst du plötzlich auf diese Leute los, und zwar begleitet von einem Satz: When the looting starts, the shooting starts. Was heißt das denn?
Ja, das ist ein Satz, der stammt aus den 60er Jahren, mal gesprochen von einem Bürgermeister von Miami, als man gegen Kriminelle damals vorgegangen ist, mit massiver Gewalt, um wieder für Ordnung zu sorgen. Diesen Satz hat er zitiert, er hat in einem anderen Tweet angedroht oder gesagt, es ist gut, wenn man die bissigsten Hunde anwendet. Auch das hat eine rassistische Konnotation, weil 1963 und folgende Hunde eingesetzt worden sind gegen die Bürgerrechtsaktivisten damals der Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King. Und ich glaube, das alles sendet das Signal aus eines Präsidenten, der offenbar Angst hat vor einer Gruppe in der Bevölkerung, die immer größer wird. Und das sind nicht Schwarze oder nicht Hispanics, sondern das sind Menschen in diesem Land, die der Meinung sind, dass rückwärtsgewandtes Denken nicht mehr zu einer Demokratie wie Amerika gehört. Das sind nicht seine Wähler. Seine Wähler denken in die Gegenrichtung. Und er hat in den letzten Jahren hier im Grunde genommen die Weichen gestellt, um einen Schritt oder mehrere Schritte wieder in die Vergangenheit zurückzugehen. Er hat weiße Rassisten beispielsweise als gute Leute bezeichnet. Und das sendet ein Signal eines Art Klassen- und Kulturkampfes hier in den USA. Und das wird sich an den Wahlurnen dann im November entscheiden müssen. Das heißt, Elmar, die tiefe Spaltung Amerikas, über die auch wir beide hier im Studio schon öfter gesprochen haben und auch wir in der Runde gleich noch sprechen werden, ist mittlerweile direkt vorm Weißen Haus angekommen. Was lösten diese Bilder bei Sandra Navidi aus, die, ich habe es vorhin gesagt, seit vielen Jahren in New York lebt, das Land sehr gut kennt, weil sie häufig auch durch das Land reisen, für Fernsehreportagen, da Bilder aus Minneapolis beispielsweise. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Es bestürzt natürlich, aber es hat mich nicht wirklich überrascht. Ich habe 2016 schon vorhergesagt, dass Donald Trump versuchen wird, das Militär auf die Straße zu bringen. Denn Donald Trumps ultimatives Ziel war immer eine feindliche Übernahme der Demokratie, um eine Autokratie zu etablieren. Im Grunde genommen hat er da auch ganz klare Signale von Anfang an ausgesendet. Nur für normal geistig gesunde Menschen ist das sehr schwierig, das nachzuvollziehen und das überhaupt für möglich zu halten. Aber ich denke, das ist erst der Anfang. Wie Sie gerade sagten, das ist jetzt dieser Kipppunkt. Und Donald Trump hat, glaube ich, weniger Angst vor Leuten, sondern er würde in jedem Fall so vorgehen. Denn er sieht seine Fälle schwimmen, dass er möglicherweise nicht wiedergewählt wird. Und ich denke, das ultimative Ziel ist es, je näher wir auf die Wahlen zu gehen, desto größer das Chaos zu machen, zu entfachen, um dann letztendlich möglicherweise die Wahlen auszusetzen. Sie haben das hier schon mal beschrieben. Sie sagten, das ist das, was er immer macht. Er eskaliert eine Situation, er treibt es immer weiter voran. Mit welchem Ziel? Ja, wir müssen uns einfach anschauen, wie er sich in seinem Geschäftsleben verhalten hat. Das war immer genau das gleiche Muster. Die Lügen so groß zu machen, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass das erfunden ist. Die Schulden so groß zu machen, dass seine Gläubiger in die Knie gezwungen werden, die größten Banken, weil sie sonst selber möglicherweise pleite gegangen wären. Und genauso geht er jetzt vor. Und man muss sagen, es mehren sich die Stimmen, die Trump des Völkermordes beschuldigen, schon allein im Hinblick auf die Corona-Krise, weil er da Rettungsmaßnahmen sabotiert hat, zum Beispiel die Tests, zum Beispiel Beatmungsgeräte, zum Beispiel die Bemühungen von Gouverneuren. So haben die New York, die Stadt von New York, haben pro Corona-Kranken $20.000 bekommen. Andere Städte oder andere Staaten haben pro Corona-Kranken $300.000 bekommen. Also Sie sehen, er hat diese Mittel, die finanziellen Mittel, ganz gezielt eingesetzt, um die Gouverneure unter Druck zu setzen. Markus Feldenkirchen ist bei uns, der die USA auch sehr gut kennt, auch dort gearbeitet hat als Amerika-Korrespondent des Spiegels. Diese harte Sprache auch, einiges hat Elmar schon zitiert, die Gouverneure, die als Loser beschimpft werden und so weiter. Ich meine, es sind Menschen deiner eigenen Administration im weiteren Sinne. Warum macht er das? Also all das lässt erstmal erkennen, wie immer, dass es ihm nicht um diesen ermordeten Menschen geht, dass es ihm nicht um Ausgleich und Zusammenhalt oder in Momenten des Aufruhrs etwas Versöhnliches auch an sein Land, der Präsident ist, zu geben, sondern es geht ihm nur um sich. Und diese Kultivierung, die ja so vormodern, man kann fast sagen vordemokratisch ist, dieses starken Mannes, die hat er auf die Spitze getrieben. Da war zu Beginn seiner Präsidentschaft fiel mir so eine Kleinigkeit auf, die aber, glaube ich, sehr, sehr viel sagt. Da wurde im American Football, dem lieben Spiel der Amerikaner, wo es auch körperlich sehr zur Sache geht, da wurden ein paar Schutzmaßnahmen für Spieler, weil immer mehr bleibende Kopfschäden durch die Zusammenstöße hatte. Wurde so ein paar Sachen, okay, das und das darfst du nicht mehr machen. Dann hat der Präsident, der neu gewählte Präsident der Vereinigten Staaten gesagt, er würde das jetzt nicht mehr gucken,
weil das sei jetzt quasi ein Spiel für Weicheier. Sowas würde er nicht mehr mitmachen. Und ich meine, so ein infantiles Denken überträgt sich dann auf seinen Blick auf ganz andere und sehr, sehr relevante gesellschaftliche Bereiche. Und deshalb ist er auch in einer Phase wie jetzt, wo es eigentlich um Versöhnung, um Ausgleich, um Deeskalation geht, derjenige, der am stärksten eskaliert, indem er nur in martialischen, militärischen und Gewaltkategorien denkt und alle Gouverneure, die, sagen wir mal, eine intelligente, auch sozial intelligente Polizeistrategie fahren wollen im Umgang mit den Protestierenden, dass er die quasi jetzt auch wieder als Weicheier bezeichnet und notfalls damit droht, das Militär dorthin zu schicken. Elmar Thewissen, der oberflächliche Auslöser für all das war der Mord an George Floyd. Was können Sie uns über den Stand der Ermittlungen sagen? Ich lese, es gab zwei Obduktionen, eine offizielle und dann die, die die Familie angestrebt hat. Was ist denn dabei herausgekommen? Ja, die offizielle Obduktion besagt, dass eben das, was wir gesehen haben, alle auf den Videos, die kursieren, dass nämlich ein Officer, ein Polizist mit seinem Knie dem Opfer, kann man ganz klar sagen, die Luft abgedrückt hat, dass das nicht ursächlich sei für den Tod dieses Mannes. Und jetzt gibt es eben die zweite Obduktion, unabhängig von der Familie in Auftrag gegeben. Und diese Obduktion sagt ganz klar, das war ursächlich. Und zwar nicht nur in Bezug, dass ihm die Luft abgedrückt worden ist, dadurch, dass der eine Polizist mit seinem Knie auf seinem Hals gesessen hat, sondern auch, dass andere Polizisten, wir kennen das aus den Bildern, drei andere neben ihm auch noch auf seinem Rücken saßen, regelrecht draufgekniet haben. Das heißt, dass auch die Wirbelsäule so zusammengedrückt worden ist, die Lunge so zusammengedrückt worden ist, dass das dazu beigetragen hat, dass er erstickt ist. Beginnen seit Tagen massiv George Floyd als heroinsüchtigen Kriminellen darzustellen. Mhm. Sie wollen also das Opfer diffamieren für einen politischen Vorteilsgewinn, den sie sich davon erhoffen. Und man muss sagen, wer diese Bilder gesehen hat, ganz egal, ob der Mann auch irgendeine körperliche Schwäche ansonsten hatte oder irgendetwas Verbotenes genommen hatte, dieser Mann wäre nicht gestorben, wenn er nicht so behandelt worden wäre. Insofern ist das eine irrwitzige Diskussion. Mhm. Elmar, was kannst du uns sagen über diese vier Polizisten? Das sind Bilder, bei denen man wirklich kaum hinschauen kann, vor allem auch wenn man hört, was das Opfer am Boden auch am Ende, nach diesen vier Minuten, offensichtlich tritt ja dann ungefähr der Tod ein, dann wimmert ein erwachsener Mann nach seiner Mutter und sagt, ich sterbe gerade. Und du merkst, da wird es jetzt wirklich existenziell. Das rührt einen wirklich zu Tränen. Und da sitzt einer einfach drauf, ohne Gnade, und der andere schaut in die Ferne, um irgendwas zu beobachten. Und keiner hat auch nur einen Funken Empathie und sagt immer, jetzt lass doch mal diesen armen Mann in Ruhe, der bereits mit Handschellen auf dem Boden liegt. Was weiß man über diese vier Polizeibeamten? Ja, wir wissen vor allen Dingen über den Haupttäter, den man, glaube ich, als solchen bezeichnen kann, dass er schon 18 Mal Beschwerden gegen sich hatte. Es ist nicht genau bekannt, worum es dabei ganz im Einzelnen ging, aber man weiß, dass es hinterher dann Abmahnungen für ihn gegeben hat, wegen Fehlverhaltens in seinem Amt. Und wir erinnern uns wahrscheinlich alle auch an das Bild des Polizeibeamten, der einfach daneben steht, im Grunde genommen herumschaut, sich überhaupt nicht beeindrucken lässt, auch von den Passanten, die ja schreien. Dieser Mann hat ebenfalls 6 Beschwerden gehabt. Er ist Teil eines Gerichtsfalles in den USA, wo es eigentlich um genau dasselbe ging, nämlich dass ein Mann wehrlos am Boden mit Handfesseln gefesselt, dann tatsächlich auch misshandelt worden ist, mit Knien getreten, mit Füßen getreten, auch gegen den Hals. Das ist bisher nicht abgeschlossen, das Verfahren. Also wir sehen hier, es sind Wiederholungstäter. Und die große Frage, die man sich stellen muss, wie kann es sein, dass diese Beamten überhaupt in dieser Abteilung noch arbeiten konnten? Professor Hacke, Polizei, ich habe Sie eingangs auch zitiert. Mein Gefühl ist, wenn ich das so sehe, da sind jetzt so viele Leute auf der Straße, nicht weil das, was da passiert ist, so außergewöhnlich wäre, sondern weil es offensichtlich so normal ist. Und Sie sagen selber, in dieser Figur des amerikanischen Polizisten, in der Figur des Cops, da ist dieses rassistische Momentum, das ist da drin. Wie ist das gemeint? Das war eigentlich schon immer drin.
Und die Literatur, der amerikanische Film ist voll von diesem Typus. Mhm. Wenn Sie die Kriminalliteratur nehmen, also die ich besonders schätze, Dashiell Hammett, Chandler oder James Lee Burke, das gehört dazu. Es gehört noch was anderes dazu, was hier gar nicht angesprochen wurde, ist Korruption. Ja? Also die Verfilzung zwischen Polizei und den lokalen weißen Eliten. Das ist noch ein Thema, was hier gar nicht aufgetaucht ist, aber was auch dazu gehört. Und der Cop hat eigentlich nicht das Image, sozusagen die Polizei, dein Freund und Helfer. Das ist anders als der englische Bobby. Oder der Deutsche. Zum Beispiel, da geht keine Emphase aus, sondern was er ausstrahlt, ist Angst. Also ich sprach mit meiner Frau heute Morgen darüber, über die Dinge. Dann sagt sie, weißt du, wenn wir damals durch Amerika fuhren, was schon einige Jahrzehnte her ist, das sehen Sie ja mir ja an, da haben wir natürlich auch Angst gehabt. Und sie sagt, sie hat immer Angst gehabt, wenn wir mal angehalten wurden. Mhm. Es war auch eine Lächerlichkeit. Und jetzt stellen Sie sich einen Schwarzen vor. Ja? Und das ist, dieser Rassismus ist eingebaut. Mhm. Er ist systemisch. Und er wird auch in der Ausbildung, ich will nicht sagen kultiviert, sondern selbstverständlich genommen. Die haben eine kurze Ausbildung von 15 Wochen. Die werden praktisch nur an den Waffen geschult. Dann haben sie seit ungefähr 10 Jahren eine Aufrüstung, die ist militärisch von der Armee. Vom Humvee bis zum Panzer. Mhm. Die laufen nur rum wie Robot. Das stimmt. Robot-Cops. Wenn Sie solche Robot-Cops sehen, die dann auf eine schwarze Krankenschwester, gibt's ja Bilder, da ist nicht dein Freund und Helfer. Das ist Angst. Und Angst wird systematisch verbreitet. Und es gibt einen Kodex sicherlich auch. Kann ich mir auch, ne, das finden Sie auch in der Literatur, bisschen Härtetest. Hast du schon mal einen Schwarzen richtig in die Mangel genommen? Also das ist jetzt nicht Rassismus, Racism, Smiling Racism. Das ist es nicht, sondern das ist der brutale Rassismus. Und das Schlimmste ist halt, und das haben wir bisher nicht gehabt. Wir haben den Rassismus immer gehabt. Aber Sie haben noch nie einen Präsidenten gehabt, der sozusagen Land und Bevölkerung und die Autoritäten des Staates, was ja die Polizisten sind, in diesem Rassismus anfeuert. Und das ist neu. Und gleichzeitig, das ist das andere, ist es uralt. Also kurz und klein, Trump ist ein Präsident, wie er in dieser Form noch nicht da gewesen ist. Und gleichzeitig repräsentiert er ein Amerika, was antiliberal, martialisch, rassistisch ist, was schon immer da war. Und was ich, gebe ich gerne zu, in meinen Forschungen früher über amerikanische Politik, speziell über Außenpolitik, übersehen habe. Mhm. Ich habe das rassistisch Markus übersehen. Feldenkirchen übrigens ja. auch. Ja. Mhm. Und ich habe das die religiöse Aufladung, nehmen Sie das Bild mit der Bibel, ja, da will er natürlich seine rechten Kreise, das ist ganz egal, wir wissen, dass er hedonistisch ist. Aber dieses Wechselspiel von Hedonismus und brutaler Härte und Religiosität ist ja uramerikanisch. Gehen Sie in die Südstaaten, schauen Sie sich die Musik an, von Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, wen Sie auch nennen, da war das schon immer auch angelegt. Ja? Aber natürlich nicht freundlich musikalisch, sondern hier haben Sie es in der brutalen Politik, ja. Und das ist neu bei diesem Mann, das ist der letzte Satz. Neu ist, Amerika ist in einer Doppelkrise. Jedes Land hat Corona oder sagen wir mit einer vernünftigen Führung gemeistert. Nehmen Sie Neuseeland, diese tolle Ministerpräsidentin, nehmen Sie Angela Merkel. Nur, wenn die Führung versagt, dann ist die wirkliche Krise da. Deshalb ist es eine Doppelkrise, es ist eine Führungskrise. Und dieser Mann erkennt bei Corona, dass er im Grunde genommen alles falsch gemacht hat und schiebt systematisch die Schuld nur auf alle anderen. Mhm. Ja? In der Innenpolitik und auch im Ausland, aber da kommen wir später drauf. Über diesen systemischen Rassismus, wie Sie ihn nennen, werden wir auch gleich noch hier intensiver sprechen, geht es auch in dem Stück, das Sie geschrieben haben, dieses wirklich brillante Stück aus Missouri, wo Sie das wirklich en Detail beschreiben. Ich würde vorher gerne noch einmal im Hier und Jetzt bleiben, Elmar. Die Unruhen, die wir da gesehen haben, die Plünderungen, was hast du davon in Washington mitgekriegt? Was ist Washington für einen Ort im Moment? Und wie sieht das landesweit aus? Also hier in Washington hat es auch Plünderungen gegeben, aber ich würde mal sagen, eher in ganz kleinem Maßstab. Es sind tatsächlich die Menschen, nachdem sie hier vertrieben worden sind in den letzten Tagen, dann durch andere Stadtgebiete gezogen, haben Scheiben eingeschlagen, an einigen Orten auch Geschäfte geplündert. Das ist in anderen Orten ganz anders und das hat vielleicht damit zu tun, dass die Verzweiflung in anderen Orten noch größer ist. Ich will nicht damit in irgendeiner Weise rechtfertigen, was da passiert. Aber wir haben in den letzten Tagen Menschen gesehen, auch Menschen erlebt. Unsere Kollegen waren in Baltimore
Baltimore unterwegs, die eine Verzweiflung in sich tragen, die im Grunde genommen sagen, seit Jahrzehnten verspricht man uns, dass es besser wird. Es wird immer schlechter, was die Ungleichbehandlung angeht. Und es wird auch durch die soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit noch mal massiv verschlimmert. Durch die Steuersenkung beispielsweise von Donald Trump im Jahr 2017/18 ist tatsächlich es noch mal schwieriger geworden für die Ärmeren. Die Reicheren sind noch reicher geworden in diesem Land. Die Teilhabe auch an der politischen Willensbildung ist schwieriger geworden. Und das wird einer der ganz großen Kämpfe jetzt der nächsten Monate werden. Donald Trump und auch die Republikanische Partei versuchen alles, um das Wählen zu erschweren in den verschiedensten Bundesstaaten, weil sie genau wissen, das sagen sie auch ganz offen, Donald Trump hat darüber getwittert und ist auch offen gesagt, dass wenn sehr viele Menschen wählen gehen, die Republikaner Wahlen eher verlieren, zahlenmäßig. Und deswegen liegt ihnen daran, an vielen Orten dafür zu sorgen, dass es schwieriger ist, wählen zu gehen, dass es keine Briefwahlen gibt, dass möglicherweise auch Wahllokale geschlossen werden bzw. reduziert werden in Zeiten von Corona, weil man dann sagen kann, ja, es ist ja unsicher und die Leute müssen dann eben zu wenigen Wahllokalen gehen. Das sind alles Maßnahmen, um die Menschen abzuschrecken, zu wählen. Vielleicht ist es auch wirklich das letzte Aufgebot, weil Donald Trump sehr gut weiß, dass in Zeiten einer Wirtschaftskrise, die teilweise auch in Hunger sich niederschlägt hier in den USA, für ihn die große Gefahr besteht, dass sehr, sehr viele Menschen wählen gehen und ihn im November dann aus dem Amt schwemmen. Während wir auch diese Bilder sehen von diesen Ausschreitungen und du das gerade ansprichst, Elmar, Hunger. Ich erinnere mich, vor ein paar Wochen haben wir hier gesessen und da haben wir genau darüber gesprochen. Und da fiel aus deinem Mund zum ersten Mal das Wort Hunger. Der Begriff Hunger und Amerika, also eines der reichsten Länder der Erde, das waren zwei Dinge, die habe ich damals nicht zusammengekriegt. Aber mittlerweile gibt es diese Bilder und das findet offensichtlich tatsächlich statt. Was kannst du uns sagen über die Situation dieser vielen Millionen Amerikaner, die in den letzten Wochen wirklich ihren Job verloren haben? 40 Millionen ist realistisch oder sind es in Wahrheit 60, 70, vielleicht sogar 80? Jeder Sechste zum Beispiel. In der Tat könnten es deutlich mehr sein als die 41 Millionen knapp, die jetzt offiziell angegeben werden. Und dahinter steckt ja nicht etwas, was sich ganz schnell wieder begradigen lässt, sondern da sind viele kleine und mittlere Geschäfte kaputt gegangen. Es hat auch damit zu tun, dass das, was an Hilfspaket geschnürt worden ist vom Weißen Haus gemeinsam mit dem Kongress, nicht wirklich sich für die Armen ausgezahlt hat in irgendeiner Form. Im Gegenteil, es gibt sogar für die Gelder, die Schecks, die ausgegeben werden an Einzelpersonen in den USA, Begrenzungen. Das heißt, wenn man zu wenig verdient, also in den letzten Jahren auch keine Steuern gezahlt hat, dann hat man auch gar keinen Anspruch auf diese $1,200 pro Person, die hier in diesem Hilfspaket drinstecken. Hinzu kommt eine hohe Kinderarmut in den USA. 20 Millionen Kinder, deren Familie unter die Armutsgrenze fallen. Und viele von denen, muss man klar sagen, hungern in diesen Zeiten. Und gleichzeitig hat dieses Hilfspaket beinhaltet, und das bricht sich hier auch Bahn in der Wut, die wir hier teilweise sehen, dieses Hilfspaket hat beinhaltet eine Regelung, nach der eine steuerliche Vergünstigung wieder in Kraft gesetzt worden ist, sodass Menschen mit viel Geld, die große Verluste machen, die gegenrechnen können gegen ihre Gewinne. Und für Menschen, die 1 Million im Jahr Einkommen haben, dann am Ende über 10 Jahre 1,7 Millionen Dollar im Grunde genommen an gesparten Steuern bei ihnen noch auf dem Konto sind. Während viele, das haben uns auch die Demonstranten hier gesagt und auch in Baltimore gesagt, immer noch darauf warten, dass sie einen Kredit bekommen für ihr kleines Geschäft, für ihren Laden oder dass sie den Scheck von der Regierung bekommen, wenigstens um ein wenig über die Runden zu kommen und Lebensmittel einzukaufen. Frau Navidi, diese Spaltung, dieser teilweise obszöne Reichtum und diese Armut und Hunger offensichtlich auf der anderen Seite, das ist das Thema. Ist das einer der Treiber jetzt auch für das, was da gerade passiert? Ja, selbstverständlich. Also diese ganzen Entwicklungen haben im Grunde genommen geschwelt in der Pipeline schon seit vielen Jahrzehnten, seit den 70er Jahren. Das Einkommen der Menschen ist stagniert. Sie haben sich über Wasser gehalten mit Schulden. Diese Schuldenblase ist 2008 geplatzt. Dann kamen die Maßnahmen der Zentralbanken. Davon haben im Wesentlichen das 1% profitiert. Sie sind noch reicher geworden. Und jetzt, als Donald Trump gekommen ist, hat er diese Ungleichheit noch mal vergrößert. Und was vielleicht wichtig dabei ist festzustellen, es geht nicht nur um Einkommens- und Vermögensungleichheit. Es geht insbesondere um Chancenungleichheit. Das heißt, wenn Sie in eine arme Familie oder eine schwarze Familie geboren sind, haben Sie gar keine Chancen, da jemals wieder rauszukommen. Der amerikanische Traum ist ausgeträumt, der ist tot. Soziale Mobilität können Sie abschreiben. Aber wenn ich mal kurz noch was zu den Polizisten sagen darf, ich muss eine Lanze für Sie brechen. Es sind nicht alle
alle Polizisten so schlecht. Ich habe sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Das ist eine ganz diverse Gesellschaft. Natürlich sind Hunderttausende. Und natürlich ist das aber auch ein, und es gibt viele Dunkelhäutige auch darunter, aber es ist ein Segment, was Leute mit diesem gewissen rechten Gedankengut anzieht. Zu dem Fall mit diesem Schwarzen, da ging es um einen, den Verdacht eines gefälschten 20-Dollar-Scheins. So, genau. Mir kommt dieser ganze Vorfall, ich bin ja Juristin, ich war auch bei der Staatsanwaltschaft, etwas merkwürdig vor, weil die sich dahingestellt haben für die Kameras. Da waren ja, sie waren umgeben von Leuten, die das gefilmt haben, die gesehen haben, dieser Mann stirbt. Und diese Leute haben das wie eine inszeniert sozusagen, und haben extra noch mal draufgehalten, 4 Minuten, nachdem der Mann aufhörte zu atmen. Zu wem zu also als atmen, ob sie sicher gehen wollten, dass er, als ob es mit, also da muss man sicherlich noch mal nachforschen, was da wirklich dahinter steckte. Weil Sie das gerade ansprechen, die Reaktion auch sozusagen der anderen Seite, es gibt natürlich auch diese andere Seite in der Polizei, Elmar, der Polizeichef Elmar Tewes ist, glaube ich, gerade abgelenkt. Wahrscheinlich muss er weg, wenn wir gerne noch Bilder sehen, wie Kollegen auch von der Deutschen Welle sozusagen während laufender Arbeit. Ja, ich höre euch wieder. Alles gut, alles gut, alles gut. Das wir bekommen nur gerade gesagt, dass die Nationalgarde hier anrückt. Ja, genau. Das und es vielleicht gleich wieder hier zu Ausschreitungen kommen könnte. Okay, ja. Was passiert denn da gerade? Wir zeigen gleich Bilder auch von Kollegen der Deutschen Welle, denen Ähnliches widerfahren ist vor wenigen Stunden. Ja, wir können hier sehen, dass die Demonstranten zu einem guten Teil in diese Richtung vorhin gezogen sind. Sie wollten wohl offenbar zum Justizministerium. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, weil sie glauben, Gerechtigkeit ist ja das, was sie fordern. Und da ist ein Justizminister im Amt, der sich eher zum Erfüllungsgehilfen und zum Ermächtiger von Donald Trumps macht. So sehen sie das. Und eine Straße weiter, hier die Parallelstraße, da ist die Nationalgarde jetzt aufgefahren. Darüber wurden wir jetzt gerade informiert, was darauf hinweisen könnte, dass es hier im Grunde genommen zu einem Vorgehen gegen die Demonstranten wieder kommt. Um 7 Uhr ist hier am Abend wieder eine Ausgangssperre. Also spätestens dann darf man gar nicht mehr hier sein. Wir hoffen natürlich, dass die Demonstranten so lange hier weiter auch friedlich demonstrieren dürfen. Ganz grundsätzlich, das ist ja auch etwas, das uns allen in den letzten Tagen und Wochen noch mal wirklich klar geworden ist, was es bedeutet, zum Beispiel eine freie Presse zu haben und wie wichtig auch eine freie Presse ist. Das ist ja etwas, was die letzten 4 Jahre wirklich eindrucksvoll gezeigt haben. Und wir können mal kurz zeigen, was den Kollegen der Deutschen Welle, ich habe es eben angesprochen, was den Kollegen der Deutschen Welle widerfahren ist im Zuge ihrer Berichterstattung. Bitte schön. We're press. This is press, guys. We're media. Stop shooting at us. We're in the middle of a live shot. Hey, Berlin, you there? Get the camera back. Stay by the car. We're doing a job. And this is the Senate press accreditation. So come on. Roll up on freaking cops, bro. We're not doing anything. All right, you're gonna get arrested. All right, let's go then. I'm not gonna get arrested. Yes, you are. For what? Get in the truck now. Where would you like us to go? Okay. Thank you, officer. Elmar, wie tauscht ihr euch darüber aus? Mein Eindruck ist, von diesen wahnsinnigen Pressekonferenzen, die wir teilweise im Weißen Haus sehen, wo es wirklich mittlerweile rau zugeht, wo man sich gegenseitig beschimpft und sich wirklich keinen Millimeter schenkt, zu dem hier, das ist eine direkte Verbindung. Ja, also das ist da unserem Kollegen ja Stefan Simon widerfahren in Minneapolis. Aber wir erleben das ja tagtäglich verbal, und zwar vom Präsidenten höchstpersönlich. Er bezeichnet die Presse als Volksfeinde. Das ist ja ein Begriff, der aus einem Naziregime und aus faschistischen Regimen, auch aus kommunistischen Regimen kommt. Der wird hier angewendet, sowohl auf die Presse als auch auf politisch Andersdenkende. Und da muss man sich nicht wundern, wenn Anhänger des Präsidenten draußen im Land sich dann eben auch im Grunde genommen berechtigt fühlen, gegen die Medien vorzugehen, weil sie Teil des Problems seien. Und wer als Volksfeind erklärt wurde, jedenfalls vor vielen Jahrzehnten, den durfte man auch problemlos töten. Soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Es gab zwar schon Fälle in der Vergangenheit, aber das waren nicht unbedingt, ich sag mal, Anhänger einer rechten Ideologie.
rechts von den Republikanern hier in den USA. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir sehen flächendeckend im Land, dass sich diese Haltung immer weiter ausbreitet. Und, das muss man kritisch auch mit Selbstreflexion sagen, wir Massenmedien tragen an der einen oder anderen Stelle dazu bei, hier in den USA. Wir haben ja gesehen, wie die Demonstranten in Atlanta beispielsweise das Hauptquartier von CNN angegriffen haben. Sie haben die Fassade eingeschlagen. Nun ist CNN einerseits ein Sender, der auch viel über die Anliegen der Minderheiten in den USA berichtet, aber eben auch eine Erregungskultur, eine Empörungskultur in den USA befördert, die Polarisierung auch weiter befeuert. Und deswegen werden manche Medien hier im Land, natürlich auch besonders die Rechten, wie Fox News beispielsweise, da kann man auch nicht mehr von unabhängigem Journalismus reden, die werden hier eben auch mit beschuldigt, an dieser Polarisierung Verantwortung zu tragen. Also, Elmar, danke dir sehr herzlich für den Moment. Wir merken da im Hintergrund, da wird es unruhig. Wir kommen möglicherweise noch im Laufe der Sendung zu dir zurück. Ansonsten alles Gute für deine Arbeit weiterhin. Vielen Dank nach Washington. Dankeschön. Markus Feldenkirchen ist bei uns, habe das eben schon beschrieben, der vor 6 Jahren diesen täglichen Rassismus ziemlich genau beschrieben hat. Es gibt aber auch Leute, ja, vielleicht sollten wir das einmal kurz zeigen, die sich dagegen stemmen und die auch in dieser Situation das machen, was Frau Navidi gerade angesprochen hat, die Klartext reden. Der Polizeichef von Houston war so jemand, der sich sehr dezidiert und klar über Donald Trump, den Präsidenten, geäußert hat. Let me just say this to the President of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut, because you're putting men and women in their early 20s at risk. It's not about dominating, it's about winning hearts and minds. And let's be clear, we do not want people to confuse kindness with weakness, but we don't want ignorance to ruin what we've got here in Houston. And speaking for my colleagues across the country, where their officers are being injured, community members are being injured, if you don't have something to say, like Forrest Gump, then don't say it. Whether we vote for someone, we don't vote for someone, it's still our president, but it's time to be presidential and not try to be like you're on The Apprentice. This is not Hollywood, this is real life, and real lives are at risk. And I ask the American people to please join with the police, stand together. Let's shift this to where it needs to be, to the voting booth. Das sind die Menschen, auf die es letztendlich ankommen wird. Worauf Donald Trump es ankommen lässt, ist eine Verfassungskrise. Irgendwann wird er illegale Anordnungen geben, zum Beispiel an Militärs oder an Polizeichefs, wie er damals bei den Einwanderungsbeamten wollte, dass die Leute mit muslimischem Hintergrund nicht ins Land kommen. Das sind die Checks and Balances, das sind die Kontrollmechanismen, das sind keine abstrakten technischen Mechanismen, das sind letztendlich Menschen. Und diese Menschen müssen sich dann entscheiden, wende ich mich gegen mein Volk, führe ich einen illegalen Befehl aus oder tue ich das Richtige? Wir haben Bilder gesehen, die Nationalgarde, weil Sie das gerade ansprechen, also ziehe ich das durch, setze ich einen solchen Befehl um. Ich glaube aus Minneapolis, wo, vielleicht können wir das einmal kurz zeigen, wo die Polizei bzw. die Nationalgarde durch die Straßen fährt und plötzlich werden sozusagen Anwohner, die einfach nur aus dem Fenster schauen, werden beschossen. Also auch solche Szenen gibt es dort mittlerweile. Was hören Sie von Ihren Freunden aus New York? Sie haben lange in New York gelebt, da sind die, glaube ich, Ich lebe noch in New York. Ich war noch nie so lange weg aus New York. Ich wollte eigentlich in 2 Wochen jetzt zurückfliegen. So, da, einmal kurz reinhören, was da passiert. Get inside! Get your help now! Let's go! Light him up! Go inside now! Get in the help! Und jetzt, pass auf. Get in. Das ist unvorstellbar. Im Grunde genommen kann das nur auf Eskalation hinauslaufen, weil er diesen Elementen bei der Polizei, beim Militär die Legitimation gibt, das eskalieren zu lassen. Wir sehen ja auch seine Begnadigungen. Er hat auch massenweise auch einen Sheriff aus Arizona begnadigt, die rassistische Dinge begangen haben. Also es wird, jetzt gebe es Ihnen schriftlich, je weiter wir auf die Wahlen zugehen, es wird weiter eskalieren. Markus Feldenkirchen ist bei uns, der 2014 den Tod von Michael Brown recherchiert hat. In Missouri war das, Ferguson, Kleinstadt in Missouri.
ein Fall, der damals auch weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Was ist die Geschichte von Michael Brown und wie ist die sozusagen prototypisch für das, was da passiert? Also das war ja nach den großen Demonstrationen nach dem Tod von Rodney King Anfang der 90er in Los Angeles, war das für nach langen Jahren mal wieder ein Fall, der wirklich nationales Aufsehen erregt hat. Weil Rodney King war der Autofahrer 91, glaube ich, ne, der in Los Angeles aus dem Auto, 92 aus dem Auto gezerrt wurde. Genau. Und brutal zusammengeschlagen worden ist. Und genau. Bei Michael Brown, nicht gestorben dabei, aber sehr schwer verletzt. Das war mein erster quasi Reportageeinsatz damals als Korrespondent in den USA. Ich bin dorthin gekommen mit einem sehr positiven Amerika-Bild. Mhm. Fand auch gerade den Umgang mit Minderheiten dort, wenn Sie sehen, wie vor Trump mit Muslimen in den USA umgegangen wird, völlig anderes Selbstverständnis, auch ein viel selbstbewussteres Leben, was sie leben können als bei uns. Nur, und das war mir in diesem Ausmaß nicht bewusst, was das für ein Spezialverhältnis der weißen Mehrheitsgesellschaft zur schwarzen Minderheit bis heute ist. Und habe mich damals deshalb sehr damit beschäftigt. Es geht natürlich zurück bis in die Tage der Sklaverei, wo die weißen Leute ihre Heimat entwurzelt haben, wie Vieh behandelt und dann auf den Plantagen wie Maultiere gehalten haben. Mhm. Diese Schwarzen dann auch maßgeblich zum Wohlstand in den USA beigetragen haben, die Ausnutzung ihrer Arbeitskraft. Und dann gab es nach dem Bürgerkrieg leichte Abschwächungen, auch immer wieder neue diskriminierende Gesetze, die Michael Crow-Gesetze zum Beispiel um die 1890er Jahre. Und das ist offenbar bis heute noch drin. Und dann ist so ein Fall wie Michael Brown in Ferguson, der erinnert natürlich an all diese Jahrhunderte des Unrechts wieder, weil da ein schlaksiger junger Typ, 18 Jahre, ne? Richtig, mitten über die Straße in einem eher verschlafenen Örtchen da schlendert. Vorher soll es irgendeine kleinere Auseinandersetzung in einem Kiosk gegeben haben. Er hat keine Waffe und er wird auf offener Straße hingerichtet. Anders konnte man es nicht sagen. Und ich glaube sogar, dass diejenigen, die das damals getan haben, am Ende fein rausgekommen sind. Straffrei ausgegangen. Richtig. Ja. Mich und das, damit beschäftigt, ja. Da, diese Geschichte erzählte so viel. Ich war dann mit anderen jungen Schwarzen im Alter von Michael Brown unterwegs, die mir Einblick in ihren Alltag, in ihr Leben gegeben haben. Die haben gesagt, ich habe von klein auf gelernt, dass im Zweifel wir Schwarzen hier wie Tiere behandelt werden. Wenn wir mit einem völlig korrekten Fahrzeug, wo jedes Blinklicht intakt ist, durch die Straße fahren, versuchen wir, wenn wir da die Polizei sehen, dort nicht vorbeizufahren. Wir fahren sogar halb so schnell, wie es erlaubt ist. Wir gucken gar nicht hin, weil das einfach so eingeübt ist. Wir Schwarze werden ständig kontrolliert. Sie wir werden quasi wie Verbrecher behandelt. Ja, Sie beschreiben mir diese Jungs, die Ihnen erzählen, dass der eigene Vater Ihnen ständig sagt, pass auf, wenn du einen Polizisten siehst, guck nicht hin, richtig, tu so, als ob gar nichts wäre, benimm dich extrem defensiv, weil könnte sonst sehr unangenehm und gefährlich werden. Und das hat natürlich auch noch einen sozioökonomischen Hintergrund, nicht nur die lange Last der unheilvollen Geschichte, wobei wir als Deutsche natürlich immer vorsichtig sein müssen, wenn wir über Rassismus in anderen Ländern reden, wenn man selbst quasi das größte Menschheitsverbrechen zu verantworten hat. Und dennoch ist es wichtig, auch das dort zu benennen. Es hat eine große ökonomische Komponente, das haben mir die Jungs auch erzählt, das erzählen sehr, sehr viele. Es erzieht quasi zum Duckmäusertum, zur Demut, wenn man sich im Zweifel einen Anwalt nicht leisten kann. Und das System ist dort noch tausendmal krasser als bei uns darauf ausgerichtet. Mit Geld kannst du dich vor Gericht, jetzt nicht bei allem, aber sagen wir mal, bei mittleren, schweren Vergehen freikaufen. Leute, die keinen Leumund haben, kein Geld, keinen guten Anwalt, landen für etwas, wo jemand, der wohlhabend ist, ein paar hundert Dollar verzahlt, für Jahre im Knast. Das vernichtet wiederum Existenzen, ganze Familien, führt auch zur Ghettoisierung. Und letzter Punkt dazu, die USA sind ein Land mit 2 Millionen Häftlingen. Das sind mehr Häftlinge, als China Menschen in seinen Gefängnissen hat. Und die Mehrheit davon ist schwarz. Das heißt, das ist eine Form, auch wenn
alle offiziellen rassistisch motivierten Gesetze abgeschafft wurden, gibt es politische Praktiken und einen ausdifferenzierten Alltagsrassismus, der aus Schwarzen in vielen Fällen leider nach wie vor Opfer macht. Ich erinnere mich 2016, als wir in Baltimore unterwegs waren, wir waren genau in so einem Ghetto unterwegs, unfassbar trostlos. West Baltimore, ja. Ja, kein Geschäft, kein Park, nichts, was das Auge in irgendeiner Form erfreut. Und dann leben die Menschen da vor sich hin. Und egal, wenn du triffst, du musst nie fragen, warst du im Gefängnis, sondern nur, wie lange warst du im Gefängnis. Ich erinnere mich an einen Mann, der war gerade frisch raus, 45 Jahre Gefängnis. Aber auch Frauen, Mütter von Kindern, die dir erzählen, von 35 Jahren Knast und so weiter und so fort. Umgekehrt wiederum, das, was sozusagen diese Polizisten häufig dann auch Menschen antun, wird das geahndet oder so gut wie nie? Na, also dass hier in diesem Falle tatsächlich der Polizist, der da mit dem Knie auf dem Nacken saß, dass der tatsächlich 3-4 Tage später angeklagt wurde, dass auch alle 4 vom Dienst suspendiert oder entlassen wurden, das gab es in all diesen vergleichbaren Fällen nicht, die es übrigens ja auch vorher gab. Und wir reden hier immer sehr viel über Donald Trump und wie er die jetzige Situation auch noch verschärft durch sein ungehobeltes, unsensibles Verhalten. Aber diese ganzen Probleme von polizeilicher Willkür, von Staatsvertretern, die gegenüber Schwarzen ganz anders auftreten als gegenüber Weißen, die gibt es natürlich immer. Und als das geschah, war gerade Barack Obama Präsident. Ich meine, das ging ja alles auch schon wieder, Professor Hacke, seinen Gang. Also die Obduktion passte perfekt zu dem, was dann üblicherweise gemacht wird. Die Obduktion sagte, der ist gar nicht erstickt, sondern der hatte Probleme, das Herz und andere Dinge. Und ich habe dieser Tage einen beklemmenden Satz gelesen, wo jemand schrieb, es ist ganz merkwürdig, wenn man sich all diese Berichte immer anschaut, dann stellt man immer eines fest. Die Menschen leben ihr ganz normales Leben. Die haben zwar vielleicht das ein oder andere Herzproblem oder Diabetes, was auch immer, aber damit kann man sehr alt werden. Und die bleiben so lange gesund, bis sie das erste Mal auf die Polizei treffen. Hm. Und dann wird's böse. Hm. Was wäre denn in dem Fall passiert, wenn es nicht gefilmt worden wäre? Also das hat schon eine enorme Bedeutung. Und Sie als Fernsehleute und Journalisten wissen das besser als ich. Bilder machen natürlich Meinung, das ist ganz klar. Hm. Und schaffen auch Emotionen. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, was auf Norddeutsch gesagt, was lernt uns das? Denn wir stellen ja immer wieder fest, das ist ja seit Jahren und Jahrzehnten immanent. Ja? Mhm. Und die Frage ist, und das ist für mich das Entscheidende, der Präsident hat in Amerika eine Vorbildfunktion wie kein anderer Präsident in anderen Staaten. Wie er bewundert wird, seine Machtfülle, seine Vorbildrolle. Und wenn die so entsetzlich negativ ausgefüllt wird, wie durch Trump, dann hat das natürlich Folgen. Steter Tropfen höhlt den Stein. Und für mich ist die Frage, inwieweit wirkt das? Das ist ja alles, ist alles richtig, was kritisch gesagt wird. Aber die Frage ist, ist es nicht sein Kalkül und geht sein Kalkül dieses kalkulierten Rassismus auf? Und dann kommt eben natürlich der Rassismus, der sich nie klar zeigt, sondern entweder lächelnd oder ich sag mal bei ihm eher mit blutunterlaufenden Augen, könnte man fast sagen. Aber auf jeden Fall ist eins immer, der weiße Rassist zeigt sich als Opfer, nicht als derjenige, der als Verursacher. Das haben sie jetzt auch schon. Da werden die Riots, also die Unruhen, sind sozusagen vom Himmel gefallen, ja. Und das ist illegal, was die tun. Die sind halb verbrecherisch. Und jetzt müssen wir für Ruhe und Ordnung sorgen. Und er ist der Mann, der das Rassistische jetzt seit Jahren immer stärker durchsetzt und auch ein Klima schafft, was natürlich nicht vergleichbar ist zu den Obama-Zeiten und auch nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen weißen Präsidenten vorher. Die waren elegant, die machten Rassismus with a smile. Ja. Aber das ist neu. Und meine Befürchtung ist, so schlimm das ist, meine Befürchtung ist, vielleicht ist es alter Pessimismus, ja, vielleicht sehe ich das nicht mehr richtig. Es kommt bei mehr Weißen an, als wir glauben. Es das, kommt das bei mehr wahr. Weißen an, als wir glauben. Das ist wahr. Und das sehen Sie eben, und das ist der eine Punkt. Ja, und auf der anderen Seite, wenn ich noch was dazu sagen darf, es ist natürlich auch immer die Frage der Alternative. Und wie gehen die Demokraten damit um? Was haben die Demokraten als Führungspersönlichkeit zu zeigen? Nehmen wir mal vor einem Tag.
der Präsident der Vereinigten Staaten, weil ein paar hundert vor dem Weißen Haus demonstrieren, flüchtet sich in einen Bunker. Also, wenn das keine Gelegenheit ist, sich als Oppositionspolitiker zu profilieren und couragiert und stark diesen Mann in die Schranken zu weisen. Ja, aber ein Joe Biden sitzt auch im alt, Bunker, ist auch im Keller, ja. Ist, ja, das ist ja, der sitzt aber in einem anderen Keller. Nicht? Das sind, wenn Sie es noch so sagen, dann ist es ja noch zutreffend. Der sitzt da unten in seinem Keller wie festgetackert. Mhm. Und Sie wissen, also Sie wissen es vielleicht, man sollte man nicht so deutlich sagen. Die Frage ist, ob er noch voll in Kondition ist, über also diese Dinge mutig und couragiert dem Präsidenten Paroli zu bieten. Man sieht, dass da jemand ist, der ist 77 Jahre alt. Ja, das bin ich auch. Und der hat Und da geht das nicht mehr so gut. Da geht das nicht mehr so gut. Ich will kurz und klein sagen. Die Stunde wäre in einer starken Opposition, in einem starken Oppositionspolitiker. Aber den haben die Demokraten nicht. Und das Paradoxe, sie haben ja auch die Umfragen. Die sind jetzt nicht, was wir jetzt erwarten müssten. Ja, nach dem, was wir 4 Jahre nach Trump erleben, müssten wir doch eigentlich erwarten, nach unseren Maßstäben und nach den Umständen, wie die USA vor 6, 7 Jahren waren, da wäre so ein Mann sofort weg gewesen. Mhm. Die Umstände haben sich verändert. Das Land ist im Niedergang. Es ist enger geworden. Die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise, Corona. Und der Weiße sagt, das geht ja fast alles auf Kosten der Schwarzen. Das berührt uns doch kaum. Ja. Und dann nehmen Sie noch den letzten Satz, wenn wir nicht über Außenpolitik sprechen. Sein Feindbild, und damit macht er alles platt, ist China. Mhm. Das ist verantwortlich für Außen-, für Innenpolitik. Und da nagelt er auch noch Biden fest. Also, es ist keine Opposition da, wo sich die Leute drumherum scharen können. Und dieses anachronistische Wahlsystem ermöglicht natürlich auch keine Leute wie Cuomo oder andere, dass sie es reißen können. Ja. Also ich sage nur, meine Befürchtung ist, er stößt auf mehr Zustimmung, als wir hier glauben und uns auch einreden, weil wir objektiv natürlich weit weg sind. Ja. Und die Psyche, die er hat, und woran er appelliert, sind Instinkte, die jedes Land hat, was Positives und Negatives. Und das ist das negative Amerika, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das ist auch da. Und in der Not, und wenn es runtergeht, will in der Wahl keiner hören, wir sind ein Land im Niedergang, sondern die wollen hören, wir sind toll, wir zeigen es den Chinesen. Und das zieht. Mehr als wir glauben. Das Gefühl hat man natürlich, dass dieses Virus jetzt sozusagen wie ein Trigger, wie ein Katalysator für genau diese großen Entwicklungen ist. Also Amerika im Niedergang, China im Aufstieg. Sie sagten gerade Obama, Markus Feldenkirchen, Barack Obama. Ich meine, man hatte das Gefühl, es gab Martin Luther King, es gab die große Rede, 63, I have a dream und so weiter. Dann gab es auch den Mord, ja. Aber dann gab es den ersten schwarzen Präsidenten. Man hatte das Gefühl, da passiert doch gerade was. Aber Obama, ich habe das selbst erlebt, auch in Texas. Also Rassismus war auch unter Obama ganz im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, das hat das noch mal richtig angezündet. Es war etwas Tragisches, liegt in dieser Präsidentschaft, weil seine Wahl für viele Schwarze wirklich quasi der Endpunkt für Jahrhunderte der Unterdrückung und dem gefühlten Bürger zweiter Klasse zu sein. Das sollte das Symbolische sein. Wenn es einer von uns ins Weiße Haus schafft, dann ist der Spuk der Vergangenheit vielleicht vorbei. Es ist definitiv nicht so gewesen. Das, was es als Alltagsrassismus gibt, so wie Polizeistrukturen sind, wie die Justizstrukturen sind, das kann ein Präsident von oben gar nicht mit einem Federstrich ändern. Da geht es auch viel um Mentalitätsgeschichte. Und dennoch waren viele von Obama zu Recht enttäuscht, weil er dieses Thema quasi weggeschoben hat. Er wollte ein guter Präsident sein in den Bereichen, die ihm wichtig sind. Aber offenbar hatte er Skrupel, das Offensichtliche in Politik umzusetzen. Also große Reden von ihm über die Nöte der schwarzen Bevölkerung gab es von ihm all die Zeit nicht, als hätte er da Skrupel bei dem Thema, als hätte er die Befürchtung, dass sie sagen, ja, machst das doch nur für deine schwarzen Mitbürger, bist hier Präsident. Das wollte er nicht. Bis es dann quasi auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft auch wieder ein so furchtbarer Fall in Charleston, South Carolina, wo ein Nazi zu einer Bibelstunde reingestürmt ist in einer von Schwarzen besuchten Kirche und dort 9 Leute hingerichtet hat. Mhm. Das war auch so ein Moment, ein Jahr nach Ferguson, irgendwie der
der nationalen Rassismuskatastrophe. Da ist Obama dorthin gefahren und hat im Convention Center eine große und sehr berührende Rede gehalten, eine Grundsatzrede, die wirklich tief auch in die amerikanische Geschichte zurückgeht, wo alle gefragt haben, warum haben wir das in all den Jahren deiner Präsidentschaft vorher nicht gehört? Aber es ist unglaublich vielschichtig. Ich weiß nicht, ich habe in Texas mal einen Mann getroffen, der den Namen Obama nicht mal in den Mund nahm. Er sagte nur, da gibt es im Weißen Haus gerade einen Mann, der hasst Amerika. Und die gleichen Sätze hörst du jetzt von der anderen Seite. Mit Händen zu greifen, was für ein Hass da mittlerweile sich Bahn bricht. Wir gehen gleich nach New York, Sandra Navidi, zu Johannes Hane, unserem Korrespondenten in New York. Was wissen Sie bei Ihrer Situation, also die Ecke, in der Sie leben, gab es dort auch Plünderungen? Ja, es gab Plünderungen 5 Minuten von mir entfernt. Okay. Und bis vor kurzem hatte ich ja Bedenken, wegen Corona zurückzufliegen. Und es wird auch alles noch sehr restriktiv gehandhabt. Zum Beispiel meine Assistentin durfte nicht in mein Gebäude. Da durften nur Leute, die dort wohnten, und auch in mein Bürogebäude. Aber jetzt bin ich natürlich sehr zögerlich, um jetzt zurückzufliegen, weil ich Angst vor einem nationalen Lockdown habe. Aber wenn ich noch mal eben was zu den Protesten sagen dürfte, man muss sehen, dass Donald Trump da auch ganz aktiv agiert. Man müsste unterscheiden zwischen denen, die friedlichen Protest machen, und die plündern. Und dass die plündern, zum Teil auch professionelle Kriminelle sind, aber auch weiße, rechtsradikale Agitatoren, die auch von der Regierung, darf man wohl so sagen, konkret eingesetzt werden, um die Lage eskalieren zu lassen. Und im Hinblick auf den Rassismus, wenn ich mal so aus meiner Perspektive sage, zum Beispiel in dem Viertel, wo ich wohne, auf der Upper East Side, in meinem Gebäude sind 240 Parteien. Ich glaube, da wohnt kein einziger schwarze Familie. Und auch auf der Straße, Sie sehen, da wohnen keine Schwarzen. Die Schwarzen, das sind entweder Altenpfleger oder Kindermädchen. Und dann gibt es auch noch Krankenhäuser bei uns viel oder Krankeneinrichtungen. Und dort arbeiten sie sehr viel. Aber da sehen Sie auch ganz konkret die Spaltung der Gesellschaft. Ja, absolut. Ich habe das in Baltimore gesehen. Ich erinnere mich an eine Szene, ein Vater, ein schwarzer Mann, dessen Kinder aus der Schule kamen. Und dieses Tor geht auf und da kommen diese ganzen kleinen, süßen Kinder raus, die auch unsere Kinder sein könnten, ja, mit einer anderen Hautfarbe natürlich, aber tolle Kinder. Und du weißt, aus denen könnte man was machen. Und er sagte zu mir, schau mal nach rechts, dann stand der Drogendealer dort. Und schau nach links, dann stand der Drogendealer da. Und die Frage, was die irgendwann beruflich machen, war klar. Es gab dort keine Perspektive. Das war interessanterweise und bizarrerweise ein überzeugter Trump-Wähler. Nicht, weil er den so gut findet, aber weil er wollte, dass das Ding endlich ein Ende hat. Und solche Geschichten gibt es unendlich viele. Sehr, sehr komplex alles mittlerweile. Aber bei Trump muss man auch sagen, das hat ganz klar Charakteristika von einem Kult. Und da passt er auch jetzt zum Beispiel bei der Corona-Epidemie dazu, dass immer gesagt wurde, ihr müsst bereit sein, euer Leben zu geben für die Wirtschaft. Oma und Opa sterben gerne für die Wirtschaft. Also da kommt ganz viel zusammen. Daher auch dieses Posieren immer mit religiösen Zeichen. Dann schaut Donald Trump gegen den Himmel und sagt, also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Und die unterscheiden auch bei der Polizei und gesellschaftlich immer sehr gerne in Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Und ich erwähnte auch mal Ihnen gegenüber, glaube ich, von der Rupture. Das ist so eine christliche Sekte, wo der Außenminister der Vereinigten Staaten, Pompeo, auch dazugehört. Und die sozusagen den Weltuntergang quasi herbeisehnen. Wenn Sie als Erste mit dabei sind, dann sind Sie dabei, wenn Jesus Christus zurückkommt auf die Erde. Ja. Also das sind alles Dinge, die völlig für unser Verständnis sehr verquer sind. Ja, spielt auch alles eine Rolle. Der Bruder von George Floyd hat eine sehr bewegende Ansprache gehalten, in der er selbst dazu aufruft, mit diesen Plünderungen, mit diesem Wahnsinn aufzuhören. Also es gibt auch in dieser Krise gibt's auch solche Momente. Wir hören einmal kurz rein. I understand y'all upset, but like it was already said, I doubt y'all half as upset as I am. So if I'm not over here wilding out, if I'm not over here blowing up stuff, if I'm not over here messing up my community. Now what are y'all doing? What are y'all doing? Y'all doing nothing. Because that's not gonna bring my brother back at all. My family is a peaceful family. Educate yourself. It's a lot of us. And we still gonna do this peacefully. What's his name? George Floyd. What's his name? George Floyd.
Ja, auch das ist Amerika in diesen Tagen. Johannes Hahn ist uns jetzt zugeschaltet aus New York. Johannes, wie ist diese Szene in New York angekommen, überhaupt in den USA angekommen? Welche Szene meinst du jetzt? Die Szene von Floyd? Genau. Diese sehr bewegende Rede, die hat große Wellen geschlagen in New York, des Bruders des Opfers, des Bruders von George Floyd. Also, was heißt Wellen geschlagen? Die Leute haben das wahrgenommen, aber natürlich ist das nicht alles, was sich hier im Moment abspielt. Die Polizei hat, der Polizeichef, der uniformierte Polizeichef, hat sich gestern hier hingestellt und hat, auch nachdem diese Rede gehalten worden ist, hat er sich verbrüdert mit den Demonstranten, hat sie an die Hand genommen, ist in die Knie gegangen und wollte auch ein Zeichen setzen, dass wir doch gemeinsam unsere Heimat schützen, hat er gesagt. Und das wurde unter großem Jubel wahrgenommen und hat sich dann gegenseitig umarmt. Aber dann hat es eben dann später doch wieder Ausschreitungen gegeben, die ziemlich schlimm waren. Wie erlebst du das gerade, Johannes, deinen Arbeitsalltag? Wie muss man sich das vorstellen? Könnt ihr euch frei bewegen? Habt ihr Personenschutz dabei? Schützt ihr euch auf bestimmte Art und Weise? Wie macht ihr das gerade? Also wir können uns völlig frei bewegen. Wir haben so einen Prass der Polizei, damit können wir überall hin. Aber das hilft ja im Moment nicht besonders viel. Das haben wir gesehen. Es gab mittlerweile über 100 Übergriffe auf Journalisten. Ihr habt das vorhin selbst gezeigt in eurer Sendung. Australisches Fernsehteam ist brutal zusammengeschlagen worden. Nicht hier in New York, aber in anderen Stellen. Und wenn man hier rausgeht, auch als Journalist, muss man sich im Moment schützen wie in einem Kriegsgebiet. Das ist so. Man braucht einen Helm, wir haben Gasmasken, wo wir uns vor Tränengas schützen. Wir versuchen jetzt schusssichere Westen zu bekommen, die in New York verboten sind. Aber damit muss man schon, das muss man haben, wenn man hier vernünftig berichten will im Moment. Das heißt, das sind dann bürgerkriegsähnliche Zustände? Ist das ein zu großes Wort dafür? Ich würde das sagen, dass es zumindest teilweise so ist. Ja, es gibt bürgerkriegsähnliche Zustände. Nicht unbedingt hier in New York, auch wenn die Plünderungen ein bisschen daran erinnern und der Zugriff der Polizei, da geht es ziemlich rund. Das kennen wir aber auch aus Berlin. Am 1. Mai, da haben wir das ja auch immer wieder gesehen, oder aus Hamburg bei dem G20-Gipfel. Also es gibt solche Auseinandersetzungen. Wenn man da als Journalist dazwischen ist, muss man sich schützen. Also wenn man das nicht macht, wäre man blöd. Aus New York haben uns Bilder erreicht, wo man sieht, wie rabiat die Polizei in dem Fall auf Demonstranten losgeht. Gibt zwei Polizeiautos und das erste steht schon da, das zweite nähert sich und plötzlich gibt der Fahrer des einen einfach Gas. Schau mal. Ja, das hat die Stimmung hier natürlich wahnsinnig aufgeheizt. Mhm. Kann man sich vorstellen. Ganz grundsätzlich, das muss man sagen. Das hat die Stimmung wahnsinnig aufgeheizt. Wie erlebst du New York auch vor dem Hintergrund dieser Corona-Krise? Ich meine, das ist jetzt das zweite Mal, dass diese Stadt wirklich gebeutelt ist. Das zweite Mal, dass du plötzlich Ausnahmezustand hast. Das zweite Mal, dass plötzlich nichts mehr ist, wie es vorher war. Wie gehen die New Yorker damit um? Das ist ein fließender Übergang, würde ich sagen. Es war tatsächlich so, dass die New Yorker sich anders als viele andere hier in den USA doch sehr streng an die Distanzregeln gehalten haben. Man ist zu Hause geblieben. Auch bei uns im Büro ist es immer noch so, die Kollegin hat das vorhin gesagt, wir kommen als Einzige in unser Gebäude rein, weil wir so eine Genehmigung haben. Sonst ist niemand bei uns im Gebäude. Die New Yorker haben sich an die Regeln gehalten. Aber jetzt, durch das, was da passiert ist, scheint es etwas zu geben, was für sie noch wichtiger ist, nämlich auf die Straße zu gehen. Und das tun sehr viele New Yorker. Und wir haben jetzt festgestellt in den letzten Tagen, dass das auch eine Bedeutung für den Lockdown hat. Also wir sehen hier immer mehr Leute auf den Straßen, die rumlaufen. Ich habe das Gefühl, dass viele sich denken, also wenn diese Demonstrationen hier auf den Straßen sind, dann können wir jetzt auch wieder auf die Straße gehen. Wir haben gerade hier, Johannes, viel über den täglichen, den Alltagsrassismus gesprochen. Wie nimmst du das in einer Stadt wie New York wahr? Ich erinnere mich, als es mit Corona losging, wurden in New York, ausgerechnet in diesem liberalen Weltmenschen New York, wurden Menschen mit asiatischem Äußeren plötzlich angegriffen und zusammengeschlagen. Ich konnte mir das an vielen Stellen der Welt vorstellen, aber nicht in New York. Wie hat sich da die Atmosphäre verändert? Wir waren gerade in Chinatown und haben dort mit den Menschen gesprochen und die sagen, sie trauen sich nicht mehr in die U-Bahn, sie haben Angst mit der U-Bahn zu fahren, sie werden bespuckt, sie werden beschimpft, sie werden teilweise zusammengeschlagen und das ist tatsächlich auch hier ein Problem. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert wohl, erzählt man uns, aber es war in den Anfängen von Corona, war es so, die Asiaten hier, vor allem die Chinesen, die viel Kontakt nach China hatten, hatten sich relativ frühzeitig geschützt, sind mit Masken in die U-Bahn gegangen und wurden dann sofort angegriffen als Leute, die das Virus bringen. Das hat uns alle tatsächlich auch ein bisschen geschockt, dass das in New York möglich ist. Absolut, New York ist
ist ja wirklich so der Schmelztiegel. Aber auch in New York, wir zeigen gleich eine kurze Szene, gibt es diesen Alltagsrassismus. Ein kurzes Video ist überliefert aus dem Central Park. Da geht es um eine Auseinandersetzung zwischen einem Afroamerikaner und einer jungen Frau, deren Hund offensichtlich nicht angeleint ist. Und irgendwann, weil es zum Streit kommt, beginnt er, sie zu filmen. Und in der folgenden Situation kann man mal sehen, wie schnell das plötzlich kippt und was mit diesem Rassismus gemeint ist. Would you please stop? Sir, I'm asking you to stop. Please don't come close to me. Sir, I'm asking you to stop recording me. Please don't come close to me. Please take your phone off. Please don't come close to me. I'm taking pictures calling the cops. Please call the cops. Please call the cops. I'm going to tell them there's an African American man threatening my life. Please tell them whatever you like. I'm sorry, I'm in the ramble. And there is a man, African-American, he has a bicycle helmet. He is recording me and threatening me and my dog. There is an African-American man, I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the ramble. Please send the cops immediately. Also, Johannes, von einer harmlosen Auseinandersetzung bis zu dem Moment, in dem er anfängt, offensichtlich zu filmen. Sie sagt, lass das bitte, das kann man auch alles nachvollziehen. Aber dann kippt das plötzlich und am Ende ist die Frau vollkommen hysterisch und immer wieder das Wort Afroamerikaner. Also von Faschismus würde ich hier nicht sprechen, sondern das ist der Alltagsrassismus, den bei euch in der Sendung ja auch gerade viel drüber gesprochen worden ist. Das ist tief verwurzelt, das ist dieses weiße Entitlement, das ist auch das, was Professor Ack gerade gesagt hatte. Es sind viele Leute, die tief in ihrem Unterbewusstsein diesen Rassismus in sich tragen. Und diese Frau war, glaube ich, eher eine Liberale, so was man gehört hat, die dann auch sofort von ihrer Firma gefeuert worden ist. Der schwarze Mann hat dann gesagt, das ist vielleicht ein bisschen zu hart, die Bestrafung, aber es ist schon richtig, dass die Frau mal weiß, was hier los ist und dass darüber diskutiert wird. Aber tatsächlich, dieser Rassismus steckt hier tief drin. Und ich merke das immer, wenn ich mit meiner Familie, mit meinem Sohn hier mit dem Auto durch die Gegend fahre und Autos angehalten werden von der Polizei, dann sitzen wir nebeneinander und sagen, wir wetten sozusagen weiß oder schwarz. Und wir sagen immer schwarz und wir haben zu 90% recht. Es ist tatsächlich so, dass Schwarze hier auch hier in New York deutlich schlechter behandelt werden als Weiße. Ich habe dich eingangs, Johannes, und zum Abschluss zitiert mit dem Satz so sinngemäß, das ist nicht mehr das Amerika, das ich eigentlich kennengelernt habe. Das ist nicht mehr das Amerika, das ich immer so mochte. Was verändert sich da gerade atmosphärisch? Ich bin aufgewachsen in Deutschland mit dem großen Glück, dass uns die Amerikaner vom Faschismus befreit haben. Ich bin auch so erzogen worden, dass da sowas nie wiederkehren darf. Und ich war den Amerikanern immer ziemlich dankbar. Aber das, was wir hier sehen, und Elmar hat es ja vorhin auch schon angesprochen, dass Nationalgarde, dass Militär gegen eigene Bürger eingesetzt wird, das macht mir Angst. Das macht mir wirklich Angst. Denn das zeigt, dass hier Kräfte am Werke sind, die es mit dem Amerika, was wir kennen, nicht wirklich ernst meinen werden. Was müsste passieren, um das wieder zusammenzuführen? Diese Spaltung ist mittlerweile so tief geworden, dass mir persönlich die Fantasie fehlt, wie man das wieder zusammenknüpfen kann. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Mein Gefühl sagt mir, wir brauchen einen Versöhner. Den haben wir mit diesem Präsidenten nicht, sondern wir haben mit diesem Präsidenten einen Spalter. Wir bräuchten eine Opposition, eine Figur, die Menschen versöhnen kann. Ein bisschen sieht man das hier in New York. Andrew Cuomo, der Gouverneur von New York, versucht das auch jetzt hier in dieser Krise, nach den Unruhen der letzten Tage. Er versucht zu vermitteln zwischen Polizei und Bürgern. Aber das ist schwer. Wir brauchen eine Figur, hinter der sich Leute scharren können und die wieder das Amerika verkörpert, wofür Amerika mal gestanden hat. Aber ich habe mittlerweile die Befürchtung, dass es dieses Amerika gar nicht mehr gibt. Also, danke dir ganz herzlich, Johannes, nach New York. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, dann auch gerne mal hier im Studio. Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich würde gerne Sandra Navidi fragen, die dieses Leben auch in New York kennt. Ich habe das vorhin kurz zitiert. Sozusagen auf der einen Seite diese sehr, sehr reichen Menschen, auf der anderen Seite die Leute, die mit 3, 4 Jobs gleichzeitig irgendwie versuchen, zurechtzukommen und jeden Tag damit rechnen müssen, gefeuert zu werden. Was müsste passieren, um die wieder zueinander zu bringen? Begegnen die sich eigentlich noch im Alltag ganz normal? An welchen Stellen? Ja, man muss unterscheiden. Es gibt einen Kulturkampf und es gibt einen Klassenkampf. Und wie man das überhaupt erst wieder grundsätzlich zusammenführen kann, ist, indem man die wirtschaftlichen Unterschiede nivelliert und indem man den Leuten eine Perspektive gibt. Das sind sowohl die armen Weißen, die möglicherweise rassistische Tendenzen haben, das sind natürlich auch die ganzen Farbigen. Das heißt, die ganze Gesellschaft muss im Grunde genommen umgekrempelt werden. Und was man auch sagen muss zu den Plünderungen,
die Leute haben wenig ein schlechtes Gewissen. Sie sagen, okay, ich nehme jetzt einen Fernseher und ein Radio mit. Die ganzen Private Equity Firmen, die großen Investment Firmen, die haben Milliarden geplündert und von uns weggenommen. Die leben, ich habe kürzlich mal aufgeführt in einem Podcast von mir, was Leute von der Wall Street, was die für Immobilien haben, das sind überall in den Städten, haben die Rekordpreise gemacht. 130 Millionen, 250 Millionen in Miami. Das sind, und die wohnen nicht einmal da. Das sind einfach nur, die Innenstädte verweisen, genau, um ihre Investments dort anzulegen. Und vor den Türen liegen die Homeless People, also die Obdachlosen. Ja. Also das sind, es ist unfassbar. Ich hab neulich eine Zahl gelesen, die hat mich umgehauen. Zwei Drittel der Amerikaner haben keine $400 auf dem Konto. Ja, das hat die Federal Reserve vor 2 Jahren festgestellt, weil das eben angefangen hat in den 70er Jahren, dass die Leute nicht mehr verdient haben, während die CEOs von Firmen hier mittlerweile die Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzenden 300 Mal mehr verdienen als der Arbeitnehmer, deren Gehalt hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht erhöht. Sie konnten sich immer nur mit Schulden aufnehmen, über Wasser halten. Und wie haben sie das gemacht? Im Wesentlichen über Immobilien. Und irgendwann platzt diese Blase 2008. Und jetzt stehen wir kurz vor Massenpleiten, sowohl im Firmensektor wie auch persönliche Pleiten. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Markus Feldenkirchen, der Sohn eines Highschool-Absolventen, verdient heute inflationsbereinigt 25% weniger als sein Vater. Für die waren sozusagen die Nullerjahre und auch das Jahrzehnt danach, das waren Gemetzel für diese Leute. Das heißt, daher kommt ja auch dieser Frust. Trump ist ja in Wahrheit nur ein Symptom. Der ist ja nicht die Ursache für all das. Absolut. Also vieles von die Ungleichverteilung des Reichtums, der tiefsitzende Rassismus, all die chronischen Probleme, über die wir reden, da muss man jetzt schon fair sein, die hat Donald Trump nicht erfunden. Genau. Er hat nichts, wirklich gar nichts getan, um dem zu begegnen in einer produktiven Art und Weise. Ganz im Gegenteil. Also das Minderheiten gegeneinander aufhetzen ist wirklich seine Paradedisziplin. Insofern hat er den Rassismus verschärft und aber auch mit quasi dem Stempel des Weißen Hauses, dem Briefpapier des Weißen Hauses salonfähiger gemacht, noch salonfähiger. Absolut. Und was jetzt die ökonomische Verfasstheit der USA angeht, ist es ganz paradox. Wir sehen, wie dort eine Gesellschaft wirklich in einem Maße auseinanderdriftet, wie wir uns das nicht vorstellen können. Bei uns ist auch oft die Rede von der Schere zwischen Arm und Reich. Mhm. Die gibt's hier auch. Und die sollte man aus meiner Sicht auch wieder zusammenzuführen. Das ist aber überhaupt keine Schere mehr, dass die haben. Das ist eine solche Abkopplung, eine solche Parallelwelten quasi der Liga Trump und dem Rest des Landes. Ja. Und er hatte jetzt tatsächlich, bis Corona kam, eine Wirtschaftspolitik gemacht, wo er darauf verweisen konnte, wir haben Wohlstand generiert in der Zeit. 30 Millionen Jobs geschaffen Es sind mehr Leute in Arbeit. Wie dann die Qualität der Arbeit verteilt ist, ist noch was anderes. Und das, der Wert, an dem er quasi seine ganze Präsidentschaft messen wollte, war der Dow Jones Index, also die Börsenwerte. Wobei, und der läuft ja gerade wieder. Der läuft auch wieder. Es ist nur, dass man sieht das ja, warum er mit Corona wirklich nichts anfangen konnte und fatale Entscheidungen getroffen hat. Er fühlte sich einfach persönlich beleidigt von diesem Virus, als sei das auch so ein Demokrat, der daherkommt und ihn herausfordert und ihm jetzt seine ganze schöne Bilanz, mit der er im Kern Wahlkampf machen wollte, kaputt gemacht hat. Also auch dieser infantile Umgang mit einer größtmöglichen Bedrohung wie diesem Virus, weil er nur seine eigene ökonomische Bilanz, wahrscheinlich als Privatmann, als Hotelier, aber auch als Präsident im Blick hatte. Und sag mal, Bevölkerungsschutz, darum ging es ihm gar nicht. Das Gerechte und allerdings auch Tragische der Geschichte ist, dass gerade durch seinen schlampigen, Corona-leugnenden Umgang am Anfang er dazu beigetragen hat, dass das wirtschaftliche Desaster noch größer wird. Genau, aber Corona gibt ihm ein bisschen ein Alibi, weil den Schaden, den er durch den Handelskrieg mit China angefacht hat, der wäre jetzt manifest geworden. Und jetzt kann er sagen, ich kann nichts dafür, das war die Pandemie und die kommt aus China. Das chinesische Virus, wie er es lange genannt hat. Genau, aber was passiert, und das haben Eliten auch schon vor ihm gemacht, das hat er nicht erfunden, aber er füllt das Machtvakuum aus, er eignet sich mehr Macht an, indem er auf die da unten zeigt und die da unten gegeneinander aufhetzt. Mhm. Eine altbewährte Methode, die in der Geschichte gut funktioniert hat. Die letzte Frage an den Politologen. Die Wahlen stehen sozusagen vor der Tür. Wir haben gerade gehört, dieses Narrativ,
die Wirtschaft funktioniert. Das kann man so im Moment nicht mehr wirklich etablieren, weil Amerika hatte riesige Probleme und die werden erst noch richtig manifest werden. Das heißt, wie geht es denn da jetzt weiter? Also auch mit Blick auf die Konkurrenz, auf die Demokraten, auf jemanden wie Joe Biden. Ist Amerika tatsächlich im Moment in einer wirklich vertrackten Lage, weil weit und breit keiner zu sehen ist, der das Rätsel lösen könnte? Ja, also Amerika zerlegt sich. Und die Oligarchie, es ist ein oligarchisches System. Die Unterschiede zwischen Republikanern und Demokraten sind letztlich, was die Machterhaltung anbelangt, minimal. Mhm. Das muss man ganz deutlich sehen. Der eine Rassismus ein bisschen mehr lächelnder, der andere ein bisschen brutaler. Aber das Entscheidende ist halt eben, es gibt keine Alternative personell, die scheinen wie gelähmt. Und ich glaube, wenn ich raten sollte, was passiert, dann ist meine Aussicht sehr pessimistisch. Biden hätte nur eine Chance, wenn er eine Frau nimmt, die wirklich couragiert auftritt, die dem Trump in die Schranken weist, die Haare auf den Zähnen hat, also cool, calm and collected. Und es gibt eine. Ich hoffe, er wählt sie. Das ist Gretchen Whitmer aus Michigan, die Gouverneurin. Die zeigt, wie man mit ihm umzugehen hat. Die würde auch politisch gesehen Trump die Kehle aufschlitzen, ohne dass er es merkt, politisch gesehen. Aber Biden kann das nicht. Biden kann das nicht. Und weil personalisiert wird und eben er praktisch das Land und auch die Demokraten vor sich hertreibt und diesen Rassismus weiter befeuert und mehr Weiße im Schweigen zustimmen, auch die Staaten, wer wählt wie, ja, da sind die schwierigen Staaten für ihn sind eh schwarz, ja, und er arbeitet daran, dass er die weißen Staaten weiter gewinnen kann. Also, und dann sind ja die Manipulationen auch klar gesagt worden. Es ist alles grässlich, es ist entsetzlich. Aber es ist heute eine Notsituation. America first stimmt. Aber die Frage, wie? America first war schon von Clinton. Und solange Amerika die Weltmacht Nummer eins war und solange im Inneren des Landes Platz war für alle, auch ökonomisch, ja, konnte dieser Rassismus halt eben gedämpft, wurde er geduldet. Aber jetzt, wo jeder um seinen Platz drängeln muss und wo die Krankheit um sich greift und die Corona-Auswirkungen jetzt dieser Unruhen haben wir noch gar nicht besprochen. Also mein Ausblick, ich hoffe, ich habe so Unrecht wie nur was, ist pessimistisch. Er wird vermutlich, wenn er so weitermacht und anfeuert und die Menschen wollen Ruhe und Ordnung und die Weißen, befürchte ich, könnte er noch gewinnen. Würde trotzdem gerne zum Schluss noch diesen positiven Twist mitnehmen. Ja, Gretchen Whitmer, das ist mein positiver Punkt. Es ist eine Frau, die es am Ende reißen könnte. Ja. Und damit gehen wir jetzt einfach in die Nacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Navidi, bei Markus Feldenkirchen und bei Ihnen, Herr Hacke. Das hat Spaß gemacht. Jetzt die Kollegen von Heute Plus mit den neuesten Entwicklungen auch aus den USA. Wir sind morgen wieder für Sie da.